ist mein Verein, mein Hobby. Ich stehe auf Rot-Weiß. Das Haus, in dem der Mythos geboren wurde. Ein paar Essener Jungs, ein Ball, ein dunkler Kohlenkeller und ein Anführer, Georg Melches. Komm, Georg, nicht so schnell. Ich trau mich nicht wieder. Ach, jetzt komm endlich. Nein, Gott. Ja, aber ist irgendwie irgendwo bei der Sache. Bist du ein Angst haben? Jetzt komm. Ich bin kein Anführer. Ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Ich weiß vom Georg Melches, der mir persönlich gesagt hat, das Verhältnis zu seinen Eltern war ganz hervorragend. Sowohl Bruder Hermann als auch er haben von den Eltern jedwede Unterstützung bekommen. Die Mutter Melches, die war die Seele der jungen Sportgemeinschaft, die der Georg gegründet hat. Sie hat dafür gesorgt, dass diese Sportgemeinschaft zusammenhielt. Sie hat ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie sich hier waschen konnten an Waschbecken und an Schüsseln. Und sie hat auch hin und wieder eine Platte Kuchen runtergebracht, damit die Jungs was zu essen und auch zu trinken hatten. Heinrich Melches, Georgs Vater und damit der Großvater einer ganzen rot-weißen Ahnengalerie. Die ganze Familie, die war hier in Vogelheim sehr beliebt. Und das färbt auch ab auf die Bergleute, denn der alte Heinrich Melches, der hat mit der Kohle und für die Kohle gelebt. Genau wie ich es hier vorfinde. Wo sind wir zu Hause? Die Emscher Straße 74. Heute heißt die Emscher Straße Hafenstraße RWE. Was diese beiden nicht wissen, sie haben ihren LKW mitten im Rot-Weiß-Stadion geparkt, gewissermaßen. Denn hier, vor den Toren der Firma Trimet Aluminium, war früher eine Kuhwiese, auf der Georg und seine Freunde Fußball gespielt haben. Georg Melches, Stürmer und Macher der Fußballtruppe, die mittlerweile zum Turnerbund Berge Borbeck gehört. Gibt es irgendetwas im Leben außer Fußball? Als Georg 20 Jahre alt ist, bricht der Erste Weltkrieg aus. Melches wird Soldat. Fußball ist nicht mehr alles. Er macht einen angespannten Eindruck. Nach 5 Jahren Krieg kehrt Melches in sein Elternhaus zurück. Sein Verein heißt mittlerweile SuS 12. Und 1923 wird daraus Rot-Weiß Essen.
Im Essener Fußball ist Rot-Weiß noch kein Schwergewicht, aber, wie auch der Vereinsgründer, auf dem besten Weg dorthin. Damals gewinnt RWE auch gegen Schalke, wenn auch zunächst nur gegen einen Verein mit Namen Schalke 96. Aber das sollte sich ja im Laufe der Jahre ändern. Die Machtergreifung der Nazis hat auch Folgen für Rot-Weiß Essen. Der Verein hat von nun an einen sogenannten Vereinsführer, sein Name Gustav Klar. Anpassung ist gefragt. Das bedeutet zum Beispiel, dass man, wie alle Vereine auch, sich vor Beginn eines Spiels hinstellte im Mittelkreis und dann den Hitlergruß machte. Und man übernahm natürlich auch mit all ihren Änderungen für das Vereinsleben die diversen Einheitssatzungen, die von oben vorgegeben wurden. Der Nazi-Verein Rot-Weiß Essen? Also ein angepasster Verein, aber kein Nazi-Verein. Davon abgesehen spielt Rot-Weiß Essen immer erfolgreicher. Im Jahr 1938 steigt RWE zum ersten Mal in die erste Liga auf, die damals Gauliga heißt. Überragend die rot-weiße Läuferreihe mit ihrem Kopf Karl Hein, von dem es heißt, er sei zugleich Abwehrspieler und Spielmacher gewesen. Das neue Stadion Rot-Weiß wird im Sommer 39 eingeweiht. Zwei Tage später beginnt der Zweite Weltkrieg. Britisches Flächenbombardement verwandelte Essen in 12,2 Millionen Kubikmeter Schutt. Für Essen ist der Zweite Weltkrieg und die unheilvolle Rolle der Kanonenstadt am 11. April 1945 zu Ende. Und Rot-Weiß Essen hat seine Heimat verloren. Unvorstellbar, dass das hier einmal das schöne Stadion Rot-Weiß war. Ein Bombentrichter, da, wo früher der Anstoßpunkt war, und ein Platzwart ohne echten Platz. Und wieder ist es der Alte, der sein Rot-Weiß Essen rettet. Georg Melches, der Schlotbaron, lässt das Stadion von Bergmännern wieder aufbauen. In einer Stadt, in der die Menschen hart arbeiten müssen, damit alles wieder so wird, wie es vorher war. Nach dem Krieg gab es ja nichts, man hatte nicht mal ein Fahrrad, aber die Eltern haben dann Stoffbälle gemacht und dann hat man auf der Straße, also Rahmstraße gegen Greitengraben, haben wir dann gespielt. Die Jungs, die da gewohnt haben und die aus der anderen Seite. Und da ging es immer hoch her. Und dann wurde dann da samstags ein Spiel ausgetragen. Ja, und als Belohnung gab es dann halt eben Nahrungsmittel. Gemüse, Kartoffeln, Butter und Eier und alles Dinge, die also eigentlich zum Leben auch gehören. Es ist die Kohle, die das Revier wieder hochholt. Die ersten, die nach dem Krieg genug zu essen haben, sind die Kumpels. Maloche unter der Erde, harte Arbeit, die Essen wieder auf die Beine hilft. Und fürs Gefühl, da gibt es Rot-Weiß.
Du musst was machen. Und wer was macht im Strafraum, muss der Verteidiger reagieren. Der kann nicht stehen bleiben, wenn ich aushole. Muss er springen, er kann nicht anders. Ganz komisch, der Herbert Weinberg hatte wohl zu viel Gurkensalat gegessen oder was, der hatte also Bauchschmerzen gekriegt auf einmal, er konnte nicht spielen. Und da sagte Fritz Plitzker zu mir, immer, was hast du in Kleve gespielt? Und der Herbert spielt ja rechts außen. Aber ich war ja nicht blöd, ich wusste ja, wenn ich jetzt sage, links außen, spielst du nicht. Weil ich ja wusste, Herbert ist krank. Dann habe ich gesagt, natürlich rechts außen. Nee, Fritz wusste das ja nicht so richtig. Und dann sagte er, Mensch Junge, du bist dran heute. Und das war mein großes Glück, ich habe dann gespielt, bin auch nicht mehr rausgekommen aus dem Team. Ja, da habe ich dann hier gewohnt, ein Jahr lang unter der Tribüne hier. Und hier ist dann auch die Liebe zu Rot-Weiß gewachsen in dem Zimmer, weil ich hier viele Nächte alleine verbracht habe. Und ja, ich hatte das Stadion ja direkt vor der Nase, das konnte ich mir oft genug ansehen. Konnte dann auch ein bisschen träumen, habe in Gedanken natürlich das Stadion zu Beginn immer voll gesehen und was da passieren könnte mit der Atmosphäre und so. Plitzka war ja, der ist ja aus dem Krieg gekommen, gerade mal, wenn man das so will. Und mit dem konntest du also nur über Krieg und Fußball sprechen. Vielleicht ab und zu noch mal über eine Frau oder so. Aber das war dann auch schon alles. Nicht? Also, und der hatte natürlich seine Vorstellung, wie du zu laufen hattest. Nicht? Bei den anderen Vereinen ist es so gewesen, dass sie sich an seinem Laufstil gestört haben. Das habe ich mir gesagt, das kann man dem noch abgewöhnen. Und es ist bis jetzt auch schon einigermaßen gut gelungen. Ich habe Laufübungen gemacht, da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht hier. Kurze Schritte, Trippelschritte und wie eine Ballerina bin ich rumgehüpft, aber das bringt natürlich nichts bei mir. Lippens hat seinem Trainer Plitzka eine gewatschelt. Die Ente bleibt die Ente und schießt mit diesen Beinen RWE in die Bundesliga. Die Aufstiegsrunden, die damals gespielt wurden, das war ein Ereignis. Da waren 10.000, 15.000 Rot-Weiße unterwegs zu den Auswärtsspielen. Nicht? Aufstiegsrunde war wie früher die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Ein Stau auf der Autobahn, das waren Rot-Weiße. Das war also schon toll. Die ganze Stadt im Fieber. Insofern waren das die schönsten Jahre hier bei Rot-Weiß. Ja, auch für die Zuschauer eine Bombenzeit, weil es war immer was los. Du hast halt immer, du hattest ja keine leichten Spiele oder Spiele, wo du mal sagen konntest, also wir ruhen uns mal aus. Und es ging immer um alles, entweder rauf oder runter. Wir stiegen dann mit Punktgleichheit und St. Pauli und einem oder zwei Toren Vorsprung auf in die Bundesliga. Es war für die Leute wieder rot-weiß, war wieder, sagen wir mal, im Blickpunkt der gesamten deutschen Öffentlichkeit gerückt. Ja, es war schon. Nach dem ersten Aufstieg und so, das war schon Bayern München, hatten wir plötzlich zu Gast hier. Und das war natürlich eine besondere Herausforderung. Ja, die haben wir hier mit 3-1, glaube ich, nach Hause geschickt im ersten Bundesliga-Jahr, wo die auch schon sehr, sehr gut waren mit Beckenbauer, Müller, Meier und so weiter. Simmet spielt Hasebrink an, der spielt zurück und achten Sie jetzt auf den Schuss von Simmet. Und das ist das 3-1 und gleichzeitig der Endstand dieses Spiels, eine großartig kämpferische Mannschaftsleistung des Bundesliga-Neulings und ein verdienter 3-1-Sieg über den deutschen Pokalmeister. Ja, da haben wir tolle Spiele hier geliefert, Bayern München geschlagen, Schalke geschlagen. Aber nur mit Kampf kann man eine ganze Saison nicht durchstehen. Und dann sind wir mit Fortuna Düsseldorf, die mit uns aufgestiegen waren, auch wieder abgestiegen. Ja, aber das Ziel war direkt nach dem Abstieg, war Aufstieg. Und wir kamen dann wieder in die Aufstiegsrunde. Und für uns stand das fest, dass wir wieder aufsteigen, weil wir waren so stark. Ist Hertha BSC aufgestiegen. Und dann sind wir wieder in die Aufstiegsrunde gekommen. Und da sind wir wieder aufgestiegen, sodass wir von 65 bis 70 eigentlich hier immer eine tolle Atmosphäre hatten. Gut, dass ich die Bilder aus der Kabine. Nach dem Spiel? Das Hermann Erloff nach dem Spiel, ja. Wie das so üblich ist beim Duschen, wenn Männer unter Duschen stehen, dann blüht der Flachs. Ja, man sieht es ja da, nicht wahr? Herrlich. Da war auch noch ein großer Zusammenhalt unter den Spielern, unter den Frauen. Da gab es gar nicht anders. Was, ne? Wenn Spielende saßen die zusammen. So, und was habt ihr da jetzt gefeiert?
Das war die Feier für die Erregung der Westdeutschen Fußballmeisterschaft. Ja. Und das war ein Anlass wegen des Einstiegs in die Aufstiegsrundenspiele. Einstieg in die Aufstiegsrundenspiele, hört sich gut an. Also nicht erschrecken, diese Bilder sind hangen an der Wand. Das sind keine Originalaufnahmen. Einige Wochen später steigt RWE tatsächlich wieder in die erste Liga auf. Und im Jahr 70 steht Rot-Weiß dann da, wo wir hingehören. Tabellenführer der ersten Fußball-Bundesliga. Naja, nach 3 Spieltagen. Optimisten würden sagen, kurz vor der Herbstmeisterschaft. Im Spiel bei Schalke 04 will Essen den Platz in der Spitzengruppe festigen. Aber dann dieser Elfmeter. Damals im RWE-Tor Fred Bockholt. Also ich bin der Meinung heute noch, dass der Elfmeter umstritten war. Dass es kein Elfmeter war, der Van Haren ist angelaufen. Ich glaube, ich habe den sogar noch berührt, den Ball, gegen die Latte gelenkt. Und der tupfte dann raus. So wie das England-Tor, nicht, noch nicht mal auf die Linie, sondern er tupfte raus. Und der Schiedsrichter hat das Tor gegeben. Und ich meine, danach war noch ganz schöne Krawalle. Schalke 04 besiegt RWE mit 4:1. Tor oder kein Tor? Auf alle Fälle geht es nach dem Schalke-Spiel mit RWE sportlich bergab. Aber es kommt noch schlimmer. Fußballfans verbrennen die Fahne ihres eigenen Vereins. Der sogenannte Bundesliga-Skandal wirft die Frage auf, hat Profifußball noch einen Sinn? Um uns herum sind Dinge geschehen, die ganz offensichtlich dazu geführt haben, dass Rot-Weiß Essen im Keller blieb. Wir kamen einfach aus dem unteren Drittel nicht mehr heraus. Die anderen gewinnen alle die Spiele und wir verlieren dann da und die kämpfen alle gegen uns. Ne? Ja, und dann nachher wussten wir warum. Arminia Bielefeld gewinnt gegen Schalke 04 mit 1:0. Ein gekaufter Sieg. Geld schießt eben doch Tore. Am Ende der Skandalsaison steigt Rot-Weiß Essen ganz sauber aus der Bundesliga ab. Wir hatten damals einen Präsidenten, Herr Ruhkamp, der war Schulrektor, glaube ich. So, und da war überhaupt an sowas gar nicht zu denken, dass Rot-Weiß da irgendwie mitmischt. An die Möglichkeit, dass wir durch Manipulation absteigen würden, hat noch keiner dran gedacht. Erst als das Kind im Boden gefallen war, haben wir gesagt, ja, warum haben wir uns das gefallen lassen und haben nicht mitgemacht. Ne? Aber Rot-Weiß kommt zurück. Und wie? 75-76, die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte, Platz 8. Damals nahezu unschlagbar, der rot-weiße Traumsturm und die Westkurve. Im Großen und Ganzen wurden die hier alle rasiert. Also das war, der konnte kommen, wer wollte. Und ich denke, die hatten alle vorher den Schiss, wenn die zu uns mussten. Eine Woche vorher kriegten die Magenkrabbe. Dann war das vorbei. Sturmreihe Lippens, Buxmüller und Rubesch. Gab es jemals einen so guten Sturm nochmal bei RWE? Um Gottes Willen. Den wird es ja nie wieder geben. Und so werden wir ganz oben stehen. Wenn du weinst, weinen wir. Wenn du lachst, scheint die Sonne. Yeah.
erste Mal gesehen, ganz da hinten auf dem Aschenplatz. Und das war an einem Sonntagmorgen. Da hatte alle Leute umgerannt und abgegrätscht und alles fiel nur, lag nur auf dem Boden. Und haben mir nur gesagt, das spielt ihr noch in der Jugend. Was ist das denn? Naja. Der passte genau da vorne rein. Der Kopfball stark, Rubisch. Die haben, wie ich den ersten Mal beim Training hatte, haben die anderen gelacht. Da machte der dann, gewann die 2-1 gegen Uerdingen, glaube ich, machte 2 Kopfballtore. Und das war das, da war das Ungeheuer geboren. Und der Lange sagte immer nur, lauf immer mit mir zusammen. Bleib immer hinter mir. Alles, was runterfällt, kannst du reinhauen. Das war auch so. Der ging hoch, 3 Mann sprangen mit. Der Ball kam irgendwie als Abpraller zurück. Ich habe immer reingehauen. Von 2-3 Meter bin ich dann reingehauen. Das Größte überhaupt war hier das erste Jahr. Ich denke mal, wenn man als Newcomer, darf man nicht vergessen, ich war dann damals 23, wurde 24 Jahre alt. Das ist verdammt spät als Einsteiger. Und du läufst da durch. Und du wirst im ersten Spiel schon Publikumsliebling. Das Ding ist ja nicht zu fassen. Das war eine schöne Zeit, mit dem Langen zusammenzuspielen, genau wie mit Willi Lippens, der auch immer für mich gespielt hat. Der hat den Ball praktisch noch mal von der Torlinie zurückgespielt, dass ich ihn reinschießen konnte. Von daher hatten es hier, ich sag mal, richtige Torjäger immer gut. Willi war einer der besten Fußballer, die ich kennengelernt habe, muss ich sagen. Mit, was der mit der Kugel machen konnte, das war fantastisch. Willi, wenn er Tricks gemacht hat, die konnte man ja gar nicht nachmachen. Das war ja unfassbar. Der hat ja von der Körperkonstitution, das ist ja so einmalig. Also da hätte ich mir wahrscheinlich die Beine gebrochen, wenn ich die Kringel mitgemacht hätte, die der Willi gemacht hat. Ein unberechenbarer Spieler und hat allen Verteidigern Deutschlands allergrößte Schwierigkeiten bereitet. Ihnen auch? Mir auch. Und früher war es aber immer noch so, heute spielt man in Doppel-, Dreifach- und Vierfach-Deckung. Und damals war es aber so, dass ich als rechter Verteidiger alleine in der Ecke stand, da hinten. Willi mich umspielt hat und die anderen haben alle zugeguckt und gelacht, wenn der die Leute umspielt hat. Die Show hat angefangen, wenn wir geführt haben, 2-0, wenn es einigermaßen sicher war. Zu Beginn habe ich auch zweckmäßiger gespielt. Bis es dann gelaufen hat. Und dann haben wir auch schon mal die Kapelle spielen lassen. Wisst ihr nicht, dann war das schon in Ordnung. Ja nun, und wächst die Pille nicht so durch die Gegend. Ne? Alles immer schön Technik an, hör mal, nicht? Alles. Mach nicht die Dinger heute, ne? Scheiße, so. Ja, und dann ist ja wieder ein Fehler gemacht worden, dann hat man mich verkauft. Ich wollte nicht weg. Das war also ein Gehen müssen. Ich bin damals weggeschickt worden, weil man der Meinung war, ich wäre mit 33 zu alt. Und dann kommt ja die Geschichte, dass ich dann eben zur Borussia gewechselt bin, nach Dortmund. Und wie der Teufel will, kommt das Spiel hier, wo die Rot-Weißen die Punkte brauchen, um nicht abzusteigen. Ja, und mittlerweile war der Burgsmüller dann über Uerdingen auch nach Dortmund gekommen. Burgsmüller, der eine ehemalige Essener, zu dem anderen ehemaligen Lippens und 1-0. Keine Chance für Torwart Blasey. Es ist so, dass ich, nachdem ich hier weggeschickt worden bin, ich schon einen Frust hatte, das muss ich sagen. Und den Leuten, die oben zu sagen hatten, denen habe ich das gegönnt und denen habe ich das auch eingeschüttet im Prinzip und habe mich auch dementsprechend hier angestrengt, um hier zu gewinnen, dass die da stehen mit dem Schal oder mit den Fahnen und auch alle die das Herz haben am richtigen Fleck und so, denen habe ich das natürlich nicht gegönnt. Und das war ja mein Verein, das ist ja mein Verein. Es ist ja nicht so, als wenn ich nun Dortmunder bin. Das darf man ja nicht vergessen. Wenn man 13 Jahre hier gespielt hat, dann ist das ja, fast ein Fünftel vom Leben, nicht wahr?
Weiter die Dortmunder, die nun klar dominierten, hier das 4:1 durch Burgsmüller erzielen. Und dann das 5:1 noch einmal durch Votava. Mit diesem Ergebnis wohl endgültig der Abstieg für Rot-Weiß Essen. Also wie der Abstieg eigentlich feststand. Also wenn du dann schon 100 Gegentore hast. Und wir hatten hier ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Das ging 8:1 aus. Und da haben die Leute da drüben gestanden und haben nur gerufen, noch beim 8:0, noch zwei, noch zwei, noch zwei. Das hat einen großen Einfluss genommen auf unsere Zuschauer. Dass wir einfach in der Bundesliga nicht Fuß fassen konnten. Immer im unteren Drittel operierten. Irgendwann kam natürlich auch keiner mehr. Da waren hier, da haben sich die, ich sag mal, die Leute, die konntest du zählen von der Haupttribüne oder von der Ersatzbank oder wenn du gespielt hast, das war ganz bitter. Und dann haben wir noch 75 hier die Tribüne gebaut, die Gegentribüne. Die hat uns auch noch viel Geld gekostet und damit haben wir auch einen Teil unserer Zuschauer verärgert, weil die ja höheren Eintrittspreis zahlen mussten. Und das hatte zur Folge, dass wir tatsächlich damals regelrecht am Stock gingen. Nicht? Das ist daher gekommen, weil viele Spieler Angebote von anderen Vereinen hatten und der Rot-Weiß-Vorstand, das muss ich einfach sagen, zu amateurhaft war, um das zu regeln. Ich bin nach Dortmund gegangen, weil dort bessere Perspektiven waren, auch vom Stadion her. Und deswegen bin ich nach Dortmund gegangen. Ob man mich hier verkauft hat, weil man das Geld brauchte, weiß ich nicht. Aber gut, der Verein hat Geld bekommen für mich und so waren beide Seiten zufrieden. Am 14. Mai 77 das letzte Bundesliga-Tor von Rot-Weiß Essen. Der Torschütze gegen Fortuna Düsseldorf, Werner Lorand. Es folgt der bis heute endgültige Abschied aus der Bundesliga. Bei allem Auf und Ab, eines gewinnt der RWE zurück, seine Fans. Bis heute. Wie fertig warst du eigentlich damals immer nach deinem Lothar? Fix und fertig. Je nach Witterung war ich schon ziemlich mit dem Kreislauf am Ende manchmal. In den jüngeren Jahren, also wo ich 74 angefangen habe, da ging es an für sich, da habe ich auch gar nichts gemerkt. Aber ich bin einmal, habe ich die letzte Strophe nicht so richtig gekriegt, dann musste ich von der Stange runter, weil ich dann Sterne gesehen habe. Schon da sein. Und nutze ich nicht, wenn man auf die Stange geht. Und da muss schon ein bisschen Anspannung, Stimmung da sein. Auch ein kurzer Rückstand geht natürlich auch noch, um die Mannschaft mal wieder ein bisschen nach vorne zu bringen. Wieder, weil an
Die kurze 15, die Figur eines Bergmanns vor dem Stadion an der Hafenstraße. Sie steht für die Verbindung zwischen Rot-Weiß Essen und dem Bergbau im Ruhrgebiet. Wenn es den Kumpels gut geht, dann geht es auch Rot-Weiß Essen gut. So war es immer. Ende der 50er Jahre geht es dem Bergbau schlecht. Die Kohle- und Stahlkrise stürzt das Ruhrgebiet in eine Depression. Das Erdöl und billige Importkohle verdrängen die heimische Kohle. Tausende Bergmänner verlieren ihren Job. Das Revier kämpft gegen den Abstieg, wie auch der Verein Rot-Weiß Essen. Die ganz großen Jahre sind vorbei. Also zunächst haben Dinge mit reingespielt. Das war, dass August Gottschalk den Verein verließ. Der wurde Spielertrainer hier in Essen-Borbeck. Und Bernie Thermand ging nach, der Nationalspieler Thermand, der ging nach Karlsruhe zum KSC. Das haben wir schlecht verbinden können. Der Linksaußenposten war ziemlich verwaist und in der Mitte fehlte der große Dirigent und der Kopfballspezialist, Gottschalk. Und Melkes hat Helmut Rahn abgegeben für eine Summe, die weiß ich noch so wie heute, für 9.750 DM, Deutsche Mark. Zum 1. FC Köln. Rot-Weiß Essen ohne Rahn und ohne Gottschalk. Was Melches hier wohl noch nicht ahnt, der Verlust dieser beiden Spieler ist der Beginn eines schleichenden Abstiegs. Die große Mannschaft, die 55 deutsche Meister wurde, ist dann auch in die Jahre gekommen. Und als wir kamen, war das nicht mehr so gut und dann begannen erste Schwierigkeiten. Die älteren Spieler waren zwar alle immer noch ganz gut, wir sind auch immer noch da vorne gewesen, also in den Tabellen, aber das Leistungsvermögen liegt dann auch nach. Und diesen Umbruch, jung-alt, den hat man nicht richtig hier vollzogen, muss ich sagen. Also die Mischung zwischen alt und jung passte einfach nicht. Das war halbe-halbe. Ich glaube, ohne den großen Spielern weh zu tun, aber eben mit 32, 33 ist man nicht mehr auf dem Höhepunkt. Und wir waren noch nicht so weit. Reagel, Fetting, Kick, wir waren einfach noch nicht so weit. Und das war dann auch der Grund, warum wir aus der damaligen Oberwest abgestiegen waren. Und dann hat Melkes ja hier angefangen, sofort die Haupttribüne zu bauen, 55, nach dem deutschen Meister, nachdem wir die deutsche Meisterschaft errungen hatten. Und hat sich da so ein bisschen auf die Bautätigkeit konzentriert. Und die Mannschaft hat darunter gelitten. Das muss man einfach so sehen. Und deswegen hat es einfach nicht mehr gelangt. Und wir sind dann 1960 mit einem 0-0 in Oberhausen abgestiegen. In die damalige zweite Liga. Und das hat uns auch praktisch den Einzug in die neu gegründete Bundesliga gekostet. Denn von den Punkten her, die vergeben wurden aufgrund von Tabellenstand und so weiter, wäre Rot-Weiß ohne weiteres in die erste Bundesliga gekommen. Nach 10 Debatten wurde beschlossen, die Bundesliga auf der Basis der Lizenzspieler einzuführen. Herr Dr. Gößmann, Sie sind der neue Vorsitzende des Deutschen Fußballbundes. Worin sehen Sie in Zukunft Ihre hauptsächlichste Aufgabe? Wir erstreben ja in Zukunft, dass eine scharfe Trennung zwischen bezahlten Spielern und den Amateuren herbeigeführt wird. Eine Trennung, die Rot-Weiß Essen wehtut, der deutsche Meister in der Amateurliga. Was natürlich vor allem für Georg Melches eine entscheidend mitgearbeitet. Er hat ja damals ganz entscheidend beim DFB interveniert, dass die Bundesliga ins Leben gerufen wurde. Und Rot-Weiß als zweitklassiger Verein war einfach nicht dabei. Das war unser großes Pech. Am 24. August 1963 stirbt Georg Melches. Der Mann, der nicht nur etwas geschafft hat, sondern der etwas geschaffen hat, Rot-Weiß Essen. Melches war ein Big Boss, ein Macher, der das hier alles aufgebaut hat. Rot-Weiß Essen hat ja früher mal hier, glaube ich, die hat nicht mal einen Rasenplatz. Und das alles hat er in Szene gesetzt. Boss Melches
war ein Mann der Worte. Er war ja sehr resolut, hat das durchgesetzt. Was er wollte, wurde gemacht. Das ist doch super. Guck dir das an. Der Georg Menges war ein ganz großer Lehrmeister für mich und ein einmaliger Mensch. Also er war wirklich ein Supermann. Als er dann nachher krank wurde, 1959, hat er sich eine Herzgeschichte zugezogen. Da habe ich mehr in Mülheim, da war er in seinem Landhaus, hat er ja gelegen. Da habe ich mehr da gearbeitet wie hier im Stadion. Ne? Ich war ständig an seinem Krankenbett. Ne? Und da hat er den großen Fehler gemacht, dass er dieses Gebilde Rot-Weiß-Essen vom Krankenbett aus führen wollte. Hat er Angst um seinen Verein? Ja, regelrecht. Und das hat er auch offen ausgesprochen. Dass er um alles in der Welt nicht sterben will, damit er seinen Verein Rot-Weiß oben aufrechterhalten kann. Ne? Und in diesem Augenblick möchte ich an die Worte des großen Vereinsgönners und des Boss, wie die Essener sagen, möchte ich an Schorsch Melches denken, der uns vor den Gruppenspielen zur deutschen Fußballmeisterschaft sagte, wenn es gelingt, dass meine Jungs den Rot-Weißen und den deutschen Meistertitel nach Hause holen, dann möchte ich sagen, dann hat es sich gelohnt, ein Fußballleben für die rot-weiße Fußballgemeinde zu leben und sich dafür einzusetzen. Ja, dann noch eine schöne Sache, die ich immer so gerne erzählt habe. Melges war ja derjenige, der in der Halbzeitpause sofort in der Mannschaftskabine war. Das war so sein Privileg, dass er die Spieler zurechtstauchte. Und da hatten wir damals einen ungarischen Trainer, ich will jetzt den Namen nicht nennen, der sprach dann auch auf die Spieler ein, aber Melges hat dann laut getönt. Und dann hat der Trainer gesagt, Herr Melges, in Kabine Ruhe bitte schön. Was hat der Melges? Was wollen Sie? Ja, ich sag noch einmal, in Kabine bitte schöne Ruhe. Ja, sagt der Melges, Ruhe kriegen Sie ab sofort, Sie sind entlassen. Das war der Trainer Rauschmiss, den ich nie vergessen werde. Der durfte noch nicht mal nach der Halbzeitpause mit auf der Bank zurück. Ja, so Sachen hatte Melges drauf. Ne? Er war immer sehr, sehr ordentlich gekleidet, sehr ordentlich gekämmt, wie das eben in den 50er Jahren so üblich war. Und der Helmut war ein Schwarm aller junger Mädchen. Aber Helmut war treu. Helmut Rahn und Penny Islacker haben die Leute hier begeistert. Das waren außergewöhnliche Fußballer mit Spielwitz und Genialität. Und das hat natürlich die Leute und uns begeistert. So wollten wir auch mal werden. Ich habe dann Bilder gesammelt. An den Lotto-Toto-Annahmestellen. Da gab es früher so Bildaushänge pro Woche neu mit Spielszenen. Für mich war ausschlaggebend, mit dem Helmut Rahn auf einem Flügel zu stürmen. Und deswegen habe ich 1955 den Vertrag bei RWE unterzeichnet. Natürlich, Helmut Rahn hat alles überstrahlt damals, logischerweise. Mit dem Helmut Rahn auf einem Flügel zu spielen, das war im Grunde genommen eine einseitige Sache. Und zwar hat der Helmut die Richtung vorgegeben. Der Helmut, den konnte man nur in den Fuß spielen. Helmut konnte man nicht schicken, nur in den Fuß. Und wenn er den Ball hatte, er war so stark am Ball, kein Verteidiger konnte ihn dann stoppen. Also für mich war der Helmut der perfekte Fußballer. Wenn der zum Schuss ansetzte, konnte sie schon beinahe Tor aufschreien. Denn so gezielt, so genau wie er, konnte kaum einer schießen. Da hat Jan Bums gehabt, das war also unwahrscheinlich. Helmut Rahn läuft aus das ungarische Tor zu. Hier ist das ungarische Tor, da ist der Torwart, da steht der Puskas daneben. Der Poste hat den Ball gehabt und fing an zu fummeln. So muss ich das mal ausdrücken. Und ich war ganz ziemlich in der Nähe und hatte freien Lauf zum Tor. Und habe immer geschrien, Boss, Boss. Und der hat sich gar nicht dran gestellt, hat immer weitergemacht. Helmut Rahn und Kurf gehen.
Und dann mit seinem schwachen Fuß, mit dem linken Schlappen, aber mit dem linken Fuß, hat er das Ding abgezogen. Aus dem Hintergrund müsste ran schießen. Ran schießen! Da! 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 Patsch! In die linke Ecke und wir waren Weltmeister. Aus! 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 Das Spiel ist aus! Sie haben alle vor dem Empfänger gesessen, ja, und dann war der große Tag, dann, ich weiß noch, wie der Reporter rief, das ist ja nicht jeder Erinnerung. Deutschland, Deutschland, Tor, Tor, Tor. War faszinierend. War abgefangen, spielt sofort zu seinem Rechtsaußen, spielt zu Rahn, Rahn zu Schäfer, der steht in der Sturmmitte. Im Mittelkreis steht Fritz Walter, der in den letzten 5 Minuten nicht ganz so stark war wie in der ersten Halbzeit. Jetzt zu Rahn, 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 schießt am Tor vorbei. Wenn es nicht geklappt hätte, ne, hätte ich vielleicht die größere Chance gehabt, frei zum Tor zu kommen. Aber so war es ja, egal wer es ja macht, ne, bei uns spielt ja keine Rolle, wer die Tore macht. Ne. Das Wunder von Bern, Teil einer Reihe großer Finalspiele mit rot-weißer Beteiligung. Eine Reihe, die im Jahr 1953 beginnt. Herr Melches, uns liegt der Pokal am Herzen, genauso wie Ihnen. Und ich wollte Sie jetzt noch mal kurz telefonisch interviewen. Spielen Sie nur gerne in Düsseldorf oder liegt Ihnen der Platz weniger? Ach, Düsseldorf ist ja eigentlich für beide Vereine gewissermaßen ein neutraler Platz. Dann ja. Haben ja beide nur einmal da gespielt. Wie schneiden Sie denn ab oder wie wollen Sie abschneiden? Der Bessere soll gewinnen. Unter ja. einer einwandfreien Schiedsrichterleistung. Schön. Also, Herr Melches, dann bis Düsseldorf am Freitag beim Pokal-Endspiel. Ja, danke schön. Grüßen Sie Ihre Mannschaft. Danke sehr. Viel Erfolg. Schönen Dank. Rheinstadion Düsseldorf, 1. Mai 1953. Kapitän August Gottschalk links vor dem Pokalfinale gegen Alemannia Aachen. Und dieses Endspiel wurde dann ausgetragen, genau am 1. Mai 1953 im Düsseldorfer Rheinstadion. Das war das erste Spiel nach dem Zweiten Weltkrieg, das erste DFB-Pokalspiel, Endspiel. Und bezeichnend war, dass damals der Herr Pecco Bovens nicht zum Endspiel kam nach Deutschland, also hier zu uns, in das Rheinstadion in Düsseldorf, sondern erst nach England gefahren, hat sich da das Pokal-Endspiel angesehen. Womit an sich bewiesen ist, dass selbst beim DFB dieses Endspiel noch nicht so hoch im Rang stand. Trotz allem, es war ein historischer Tag. Erster Pokalsieger nach dem Krieg, Rot-Weiß Essen. Mit dem Chef August Gottschalk. Ja, also er war wirklich der Führungsspieler. Er hatte auch sehr viel Einfluss auf jeden einzelnen Spieler. Alle haben ihn geachtet und haben anerkannt, dass er der große Boss ist im Spiel. Obwohl der Helmut Rahn den Namen Boss hatte, aber der eigentliche Boss war doch der August Gottschalk. Er war der leitende Mann, er war Mannschaftskapitän, ne, und Gott, sein Wort hatte schon Gewicht. Also. August war ein würdiger Spielführer, auf den hörte man einfach. Das war eine Persönlichkeit auf dem Platz. Sein Wort galt etwas. Wenn er jemanden anrief oder anschrie sogar, dann hat er sich geduckt und hat das gemacht, was Gottschalk wollte. Ne? Und er selbst war ja ein torgefährlicher Kopfballspieler. Mit einer ungeheuren körperlichen Wucht. August Gottschalk, geboren in Essen-Altenessen. Genau 100 Tore für Rot-Weiß. Helmut Rahn war der Boss, aber die rote Mannschaft wurde ehrfürchtig die Gottschalk-Elf genannt. Ja, Rot-Weiß war ein führender Verein und war überall bekannt. Und was mich seinerzeit auch gereizt hatte, es wurden internationale Spiele bestritten, so in dem Stil, wie heute die Europapokalspiele laufen. Und das war natürlich etwas, was man sonst eigentlich gar nicht erleben konnte. Denn es war ja seinerzeit nicht so, dass man überall hinfliegen konnte, wie das heute der Fall ist. Was heißt RWE? RWE denkt voller Stolz gern daran zurück. An die
Fußballnostalgie an so manches Meisterstück. Sieg der deutschen Meisterschaft, Ruhm aus eigener Kraft. Und noch den Pokal dazu haben wir geschafft. Und noch den Pokal dazu haben wir geschafft. Was heißt RWE? Rot-Weiß Essen, okay. Unser Motto, drauf und dran, bis zum letzten Mann. Was heißt RWE? Rot-Weiß Essen, okay. Unser Motto, drauf und dran, bis zum letzten Mann. Ja, bis zum letzten Mann. Ja, bis zum letzten Mann. Wie war das damals für Sie als junger Kerl da nach New York? Ja, nun, das war gewaltig. Also, man hatte ja gar keine Vorstellung von dem, was sich da so draußen tat und wie die Verhältnisse auch draußen waren. Und naja, gut, Uruguay, Argentinien, das war schon ein Erlebnis, dort unten zu sein. Ne? Die Rot-Weißen sind Botschafter des Vereins, der Stadt und ihres Landes. Sie werden empfangen wie Staatsgäste hier in Buenos Aires am Grab von Evita Perón, in Argentinien so etwas wie die Mutter der Nation. Flughafen Düsseldorf, Juni 1954. Die Rot-Weißen kommen nach Hause. Bei der Gelegenheit entsteht eines der wenigen bewegten Bilder von Georg Melches. Der Mann hat Beziehungen, ohne die es eine Weltreise nicht gegeben hätte. Die Essener werden empfangen wie nach einer Meisterschaft. Argentinien, Uruguay, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien und die USA. 7 Länder in 9 Wochen. RWE hat gegen die besten Mannschaften der Welt gespielt und viel gelernt. Rot-Weiß ist reif für etwas ganz Großes. Hier ist Hannover, hier meldet sich das Niedersachsenstadion. Im deutschen Fußballendspiel stehen sich Rot-Weiß Essen und der 1. FC Kaiserslautern, der zweifache deutsche Meister, gegenüber. 22 Männer brachten eine ganze Stadt in Bewegung. Aus allen Teilen Deutschlands strömten die Schlachtenbummler nach Hannover und die unentwegten Trabanten jeder Fußballmeisterschaft formierten sich zu einer wahren Völkerwanderung ins Stadion. Ja, man hat sich morgens wie immer nicht auf der letzten Minute morgen am Essen Hauptbahnhof getroffen. Die Gruppen, die so in ihren Abteilen waren, waren immer dieselben Freunde schon im Vorfeld. Das Finale zwischen Rot-Weiß Essen und Kaiserslautern versprach ein Spiel wie noch nie. Und unsere Kameramänner filmten die dramatischsten Momente. Was hat der Trainer Ihnen denn gesagt, bevor Sie rausgegangen sind? Ja, nur der Letzte geben. Was soll das groß sagen? Spielen können wir, das weiß ich. Jetzt noch mal volle Pulle und dann bei 30 Grad. Heute ist der Tag, das Finale um die deutsche Meisterschaft. Rot-Weiß Essen ist Außenseiter gegen den 1. FC Kaiserslautern, der von Ehrenspielführer Fritz Walter angeführt wird. Die Kapitäne August Gottschalk und Fritz Walter. Heute ist der Tag und dann das. Und Tor! Nein, kein Tor! Doch, Tor! Den Flankenball von Kohlmeier schilderte ich Ihnen. Und den ließ der sonst sichere, ich möchte sagen todsichere, Fritz Herkenrath, Spezialist für solche Sachen, unverständlicherweise fallen. Es kam ein harmloser Flankenball vors Tor. Ich springe hoch, will den Ball fangen, wurde aber irgendwie abgelenkt und schaute zur Seite, ob ich angesprungen werde. Und dann war es passiert. Der Ball sprang von meiner Hand ins Tor. Ja, der Fritz Herkenrath, der hat eigentlich aufgrund seiner Verletzung das erste Tor auf dem Gewissen. Beim 1:0 für Kaiserslautern, dann macht man sich doch seine Gedanken. Jetzt geht es wieder los. Kaiserslautern ist unschlagbar. Also ich weiß, ich saß zu Hause vor dem Radio und kriegte mit 0:1. Hatte irgendwo aufgeschnappt.
Die brauchen das, dann werden die erstmal richtig aufdrehen. Plötzlich schien es so, als ob die routinierte Kaltschnäuzigkeit des westdeutschen Meisters sich auf sich selbst besinnen würde. Als ob man plötzlich einen Gang zulegt, als ob man den Kompressor mit einschalten würde. Und plötzlich lief die schärfste Waffe, der rot-weiße Sturm. Der Schiedsrichter Meißner aus Nürnberg, der ging an den Spielfeld ran zu seinem Linienrichter. Der hat eindeutig gesagt, nein, das war kein Abseits. Denn die Flanke von Bernie Temat, die Islacke auf den Kopf bekam, der hat zurückgeflankt praktisch. Der war also der Torauslinie näher wie Islacke im Torraum. Somit war das ein ganz klarer Fall, dass das 4-3 absolut in Ordnung geht. Eine Flanke von Temat. Islacker steht da und 4-3 für Rot-Weiß. Die Proteste der Lauterer werden abgewiesen. Und dann hat der Schiedsrichter nachspielen lassen. 3 Minuten. Ja, haben Sie irgendwie gedacht, ich halte es nicht mehr aus? Ach ja, dann wird man schon nervös, nicht wahr? Weil die Lauterer nun wirklich mit Elan drängten und unbedingt den Ausgleich erzielen wollten, um eine Spielverlängerung zu erzwingen. Es war schon eine heiße Kiste, dass dann im Endeffekt jede Sekunde wurde praktisch doppelt gezählt. Da stürzen Sie, da fallen Sie, da werfen Sie sich in den Schuss, werfen sich in die Situation hinein. Da ist das Spiel aus. Rot-Weiß Essen ist westdeutscher Fußballmeister. Die rot-weißen Fahnen fliegen hoch und 11 glückliche Jungs aus dem Westen umarmen sich. Die Essener haben damals die verdient gewonnen. Im Endeffekt haben sie verdient gewonnen. Wer war denn der Held des Finales? Ja, für meine Begriffe Benny Islacker. Wenn einer 3 Tore schießt, dann braucht man über keinen anderen. Ich möchte aber keinen zurückstellen, denn alle 11 waren für mich Helden von Rot-Weiß Essen. Wir sind mit dem Zug hier runtergekommen und schon auf dem Bahnsteig wurde man da empfangen. Und Kapelle, Bergmannskapelle und sowas war da. Und naja, also das war. Bahnhofs Vorplatz war voll mit Menschen und die Fahrt hier runter war eigentlich dann eine Triumphfahrt, kann man sagen. Das Essen hatte das ja auch noch nicht erlebt. Thank you.
Willi Köchling, Franz Islacker, Bernhard Thermat, Paul Janel, August Gottschalk, Helmut Rahn, Willi Grever, Heinz Wevers, Joachim Jänisch, Johannes Röhrig, Fritz Hagenrath. Berge Borbeck, ein deutsches Highbury. Auch wenn diese Badewanne im Bauch der Tribüne ein bisschen wie von Oma aussieht, damals ist das Essener Stadion so modern, dass es mit dem von Arsenal London verglichen wird. Der ganze Stolz, die Flutlichtanlage. Zur Einweihung kommt Honvéd Budapest, der große Ferenc Puskás, rechts zu Gast beim deutschen Meister, der auch erster deutscher Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister ist. Leider zehren wir immer noch heute davon und wäre schön, wenn zwischendurch auch noch mal ein deutscher Meister hier sich entwickelt hätte. Ja, ich wäre erstmal super Stress, glaube ich, und dann würde ich sagen, pack deine Koffer, ich bleib hier. Also ich würde nicht wegen Rot-Weiß jetzt, weiß ich nicht, ne. Dann gäbe es aber Zungs. Aber hallo. Der könnte überall hingehen, für alles, aber nicht für Fußball. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen, weil ich mir das nicht, erstmal, weil man sowas nicht machen würde, ne. Ne, tut mir leid, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Stimmung bleiben. Akropolis. Adieu. Ja. Liebes, ich weiß, es ist unser erster Urlaub nach 2 Jahren. Aber ich gehe nach Rot-Weiß.